90ern und eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Kollegen, der, ich glaube, seit 2015 alle großen Hallen gefüllt hat. Dann gab es 2019 einen Riesenbruch in seinem Leben. Es gab Vorwürfe für sexuelle Gewalt. Alle Ermittlungsverfahren wurden eingestellt, übrigens auch teilweise schon bevor die Vorwürfe dann wieder hochkamen. Das hat ihn so straucheln lassen und auch der Druck war von außen so groß, dass er gesagt hat, ich ziehe mich jetzt einfach mal für eine ganze Zeit zurück. Und jetzt ist er schon seit 2022 wieder da und darüber freuen wir uns besonders. Und ich glaube, du warst noch in keiner Talkshow bisher. Nee. Luke Mockridge ist da. Wie ist es, heute in eine Talkshow zu gehen im Vergleich zu vor 5 Jahren? Ach, toll. Ich freue mich total, hier zu sein und mit tollen Menschen hier so eine Bühne teilen zu können. Und ich glaube, vor 5 Jahren hatte man irgendwie noch ganz andere Ziele und man wollte Erfolg, weil man irgendwas haben wollte, was so innerlich in einem gefehlt hat. Mhm. Und ich habe immer so das Bild gehabt, ich habe zu Beginn meiner Karriere bin ich so ganz viele Treppen hochgelaufen und mit einem Affenzahn und an allen vorbei. Und habe dann oben eine Tür aufgerissen, in der Hoffnung, dass da irgendwas drin ist, und da war nichts drin. Und all das, was ich immer haben wollte, das war eigentlich nicht da zu finden. Mhm. Und wenn man dann nicht bei sich ist, dann verliert man so ein bisschen den Blick und fliegt aus der Bahn. Mhm. Und umso wichtiger ist es, dann sich wieder aufzurappeln, die Krone zu richten und zu sagen, weiter geht's. Ja, und dann, das ist ja echt toll, das ist eigentlich so, wie wenn man noch mal Vater wird, so mit 60. Gibt's ja ab und zu. Die sagen dann immer, bei meinem zweiten Kind mit 60 habe ich viel besser darauf geachtet, wie ich das mache, als damals mit 28. Ist das vergleichbar? Ja, es fühlt sich an. Du machst jetzt nochmal die erste Karriere ein zweites Mal sozusagen. Ja, genau. Ja, also es fühlt sich an, wie alles zum ersten Mal neu erleben. In die Talkshows gehen, kleine Auftritte machen, Leute zu besuchen und gar nicht mit so einem Karriereplan und zu sagen, ah, jetzt muss man knallhart managermäßig die und die Etappen gehen, sondern ich mache einfach nur das, was Bock macht und wo ich irgendwie bei mir bin, weil ich glaube, dass ich da auch einfach am glücklichsten und am meisten bei mir bin und das fühlt sich gut an. Also jetzt hier mit euch so zu sitzen und über den ESC zu sprechen und über Wagner, also meine Lieblingspizza. Also es ist toll, das hier alles so mitzunehmen. Alles deine Themen heute. Ja, dabei zu sein. Jetzt war es ja nicht immer so easy. Du hast ja gesagt, du bist irre im Affenzahn, die alle Treppen hochgerannt. Aber am Anfang muss man die Treppe erst mal finden. Und du hast ja berühmte Eltern, deine Mutter Margie Kinski, dein Vater Bill Mockridge. Wollte Pete Mockridge sagen. Aber ich finde es toll, dass der Name meiner Mutter präsenter ist als der von meinem Vater. Das würde die jetzt gerade auf der Couch so freuen. Ich hätte jetzt gesagt, der Vater von Mutter Beimer, oder du weißt, was ich meine, das wäre mir eingefallen, aber ich dachte, Erich Schiller, Mr. Mockridge. Ja, genau. Ja. Du hast am Anfang ja versucht, wirklich zu landen und hast Auftritte gemacht, alles Mögliche. Und da ist natürlich alles, was man am Anfang macht, ich erinnere das auch noch, painful. Kannst du dich an Auftritte erinnern, wo es nicht gut funktioniert hat, wo das Publikum vielleicht nicht mitgezogen ist? Ich glaube, so der allererste Auftritt, also man geht ja immer mit so einer Idee von sich, wie man sein möchte, auf die Bühne. Und es gibt eine offene Bühne in Köln, wo ich dachte, ich hab ja schon so Comedy-Sachen geschrieben und so Sketche und so. Und dachte, jetzt gehe ich mal selber mit Stand-up auf die Bühne. Und ich weiß noch, mein allererster Auftritt war eine Nummer darüber, dass meine Mutter sich eigentlich immer gewünscht hätte, dass ich schwul bin. Die hat sich das so sehr gewünscht, dass ich gesagt habe, Mama, ich bin hetero, ich stehe auf Frauen. Die sagt, nee, das ist eine Phase, das geht wieder weg. Wir haben alle mal so Gedanken, das geht wieder weg. Du weißt es nur. Ja. Also meine Mutter hat sich das so sehr gewünscht und das fand ich war immer irgendwie eine schöne Nummer. Und das dann zu performen und zu merken, was eigentlich das für ein Handwerk ist und wie das wirklich funktioniert, ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Und ich habe dann mit der Nummer total gescheitert. So eine Nummer, also so ein Showkonzept, wo du auftrittst und dann zahlt das Publikum, je nachdem, wo sie glauben, dass das die Kunst wert war, Geld in ein Sparschwein. Kunst gegen Bares heißt das Prinzip. Okay. Ich hatte am Ende meiner Show 40 Cent und eine Drachme in meinem Sparschwein. Jemand wollte nichts reinmachen, genau. Hat dann ausländische Währungen eingeworfen. Ja. Das, was noch vom Urlaub übrig war. Ja, das ist natürlich wirklich hart. Aber die Zeiten liegen ja längst hinter uns. Jetzt bist du unterwegs mit Trippy. Ich habe vorhin Trippy einmal
gegoogelt, weil ich mir sicher sein wollte, dass ich verstehe, was Drippy heißt. Ja, kennst du das nicht? Doch, aber ich dachte immer, Drippy wird mit D geschrieben. Das gibt's ja, das ist auch tropfig. Noch, oder? Ja, ja, also Drippy ist so... Perlt, ne? Und Drippy ist einfach abgefahren. Ja, Drippy ist abgefahren, psychedelisch und ja, das ist einfach so, wie ich die Welt wahrnehme. Also ich, als ich psychedelische Pilze in Costa Rica genommen habe. Übrigens, deswegen ist genau. Man sehr, sehr glücklich in Costa Rica. Ja. Und die machen das alles sehr, sehr gut, haben wir ja gerade von Maya gehört. Wie lange schon? Schon so lange? Also das ist wirklich das, also ich möchte jetzt nicht Werbung, gerade beim NDR nicht Werbung für die Marke Pilze machen, ja, da gibt es dann immer Ärger. Ja. Aber das, ich habe eine Erfahrung da gemacht und ich habe schon das Gefühl, dass man sich wirklich mit dem Ökosystem so ein bisschen wie so ein USB-Kabel verbindet und wieder Teil der Welt wird. Und da habe ich so ein bisschen auf die Welt geguckt und dachte so, boah, ist das alles abgefahren. Und als in dem Moment, wo das so ein bisschen zu viel wurde dann, ne, manchmal gibt es ja so Momente, wo sowas ein bisschen einen überbordet, habe ich dann mit einem Schamanen, der neben mir war, gesprochen und der sagte so, just let it happen. Aha. Just let it happen and surrender. Okay. Und genau so mache ich es jetzt auch mit der Welt. Ja, ganz also. Genau. Sich einfach so zur Sache ergeben, das ist doch auch eine tolle Geschichte. Als Kind der 90er hast du ja auch, war das eine drippy Jugend, die du hattest? Ach, schon eine abgefahrene Jugend, auf jeden Fall. Ne? Also ich finde, in den 90ern waren wir eigentlich viel mehr bei uns, als wir es jetzt sind. Also wir reden jetzt von Reizüberflutung mit Handy und so und alle predigen Achtsamkeit, Achtsamkeit. Wir waren in den 90ern wahnsinnig achtsam, weil wir eben keine Handys hatten. Also jeder, der weiß, wie es ist, eine halbe Stunde morgens um 7 auf den Bus zu warten, ohne Handy, der weiß, was achtsam ist. Man würde sterben heute. Ja. Man würde sterben. Also, Spiele im Kopf zu entwickeln, auf dem Weg zum Bus nicht auf die Linien des Bodens treten. Das ist einfach gelebte Achtsamkeit. Und das ist, ich glaube, mit dem Wissen, was ich als Siebenjähriger hatte, könnte ich jetzt als Speaker Millionen verdienen und Bestseller schreiben. Das stimmt total. Aber es gab ja auch eben keine Handys, es gab aber Festnetz. Und ich erinnere mich noch, das war die Errungenschaft schlechthin als das Kabel und diese Schnur und man konnte das dann ziehen. Du hast bis mit 5 Brüdern groß geworden und 2 Eltern. Das heißt, wenn bei euch das Telefon geklingelt hat, wie muss man sich das vorstellen? Sind ja alle zum Apparat gerannt? Man wusste nie, wer gemeint war, auf jeden Fall. Also es war auch immer so eine Aufregung, glaube ich. Wenn das am Haustelefon geklingelt hat, dann waren alle so, oh mein Gott, es klingelt. Mama, geh du ran, du hast die meiste Erfahrung. Ist sie rangegangen, wir wollten wissen, wer ist es? Ja. Und, aber wenn heutzutage dein Festnetz klingelt, dann glaubst du sofort, jemand wäre gestorben. Ja, also, ja, ja. Ich habe gar kein Festnetz. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es klingt. Wir haben noch irgendeinen Anschluss, aber wenn wir alle am Tisch sitzen und das Festnetz klingelt, gucken wir uns alle an und sagen, ja, holy shit. Zeitbegrenzung für Telefonate, also ich habe dann irgendwann feststellen müssen, ich hatte ein eigenes Telefon, das hat dann auch richtig Geld gekostet, wenn man da telefoniert hat. Damals hat man doch noch nach 18 Uhr irgendwo angerufen. Kannst du dich erinnern? Und am Sonntag nach 18 Uhr. Und dann hat man doch immer so Vorwahlen vorgewählt, weil die das dann günstiger gemacht haben. Ja, ich finde allein dieses Konzept von, man hat nicht Menschen angerufen. Ne? Also die erste Frage am Handy ist, wo bist du? Ja. Und die erste Frage am Festnetz war, wie geht's dir? Ja. Und das ist ja auch so ein Perspektivwechsel. Die Idee, dass man Häuser anruft. Also mein Haus hatte eine Nummer. Und dann habe ich mit meinem Haus ein anderes Haus angerufen, in der Hoffnung, dass die Person da ist, mit der ich sprechen will. Und man hat wirklich gewählt und konnte alle Nummern auswendig. Die waren ja auch alle präsent. Ich habe die immer gewählt. Noch 9913 5573 7143802. Komisch, ne? Das war, ich weiß auch, die alten Nummern, die habe ich noch im Kopf. Aber die Handynummer natürlich nicht. Ich weiß noch nicht mal die Handynummer meiner Kinder. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe mir die jetzt mal aufgeschrieben, aus Sicherheitsgründen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich die mal erreichen könnte, wenn mein Telefon tot ist. Ja, aber es war auch immer dieses, wenn du als Kind dann irgendwo angerufen hast in dem Haus und du hast gehofft, dass dein Kumpel direkt dran geht und du nicht so einen merkwürdigen Smalltalk mit der Mutter halten musst. Das war auch immer so eine Adrenalinsituation. Ach, der Luke, ach Mist. Du klingst genau wie deine Mama, haben dann immer alle gesagt. Die ich nicht hören möchte. Nee. Ja, also es ist irgendwie eine entschleunigtere, schönere Zeit. Und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass wir in den 90er Jahren auf dem Peak unseres Schaffens waren. Also die Menschheit war, glaube ich, in diesem Jahrzehnt zwischen Big Brother und Coco Jumbo auf dem Plateau der Menschheit. Also ich glaube, besser wird's nicht. Nachdem ist es nur noch bergab gegangen. Ja? Wo hast du dich hin zurückgezogen, wenn du mit dem Haustelefon telefoniert hast?
Ja, so der Klassiker ist natürlich der Schrank. Ne? Dass man, klar, ja, Klassiker. Kleiderschrank auf und dann kann man aber an der Schnur entlang verfolgen, wo die Person telefoniert. Du hast im Schrank gesessen? Teilweise habe ich auch im Schrank gesessen. Oder in der Garderobe mich einfach mit 17 Jacken zugedeckt und dann da drunter telefoniert. Gott, ja. Wir hatten leider nicht so ein langes Kabel und unser Telefon war im Flur direkt nebenan vom Esszimmer ohne Tür. Ja. Und als meine Freundin das erste Mal bei uns zu Hause anrief und ich dann ranging und dann länger sprach, kam ich wieder ins Esszimmer, da saßen meine vier Schwestern. Oh, wer war das? Ja, du hast ja eine große Familie, dann gibt es doch eine Familien-WhatsApp-Gruppe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ihr seid auch, du hast vier Söhne auch, oder? Vier Söhne, genau. Ja, wir sind sechs Jungs. Können wir uns zusammentun, haben wir eine farbenen Fußball. Genau. Ja. Einer fehlt. Einer fehlt. Ja, gehst du ins Tor? Ja. 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 Kannst Ton halten, kannst auch einen Fußball halten. Ja, wir haben natürlich eine Familien-WhatsApp-Gruppe. Habt ihr auch, also, wie heißen eure Familien-WhatsApp-Gruppen? Haben die so ein... So ja, unsere heißt La Familia. Na, wir haben natürlich Single. Meine auch. Auch La Familia? Ja. Single-Gruppen. Ja. Ich habe etliche Familien-Gruppen. Signal. Ah, okay. Ach so. WhatsApp, WhatsApp ist ja ein bisschen auf der bösen Seite. Ah, aber haben die, Signal nein, aber die Besitzer sind nicht so freundlich. Ja, das ist Zucker, Mark Zuckerberg auch. Ne? Ja. Aber haben die Signals auch einen Namen, die Gruppen dann? Auch einen Namen? Ja, klar. Mama und JJ. Dann gibt es noch die Göpel-Hatzen-Schulte-Familie, weil wir so gepatchworked sind. Ah, okay. Dann gibt es die Mama plus Oma-Opa. Dann gibt es die Granny und Grandpa. Oh Gott. Ja, ich glaube, was alle, glaube ich, kennen, es gibt die große Familiengruppe und bei jeder großen Gruppe an Menschen, die bei WhatsApp miteinander kommunizieren, gibt es auch immer noch so Untergruppen, also wo man ein paar Leute rauslässt. Und der einzige Grund, warum die existieren, ist ausschließlich darüber zu sprechen, was in der großen Gruppe besprochen wird. Okay, also da muss man aber tierisch alles unter Kontrolle haben. Irgendwas wird groß gepostet und dann in der kleinen Gruppe, wie reagieren wir jetzt darauf? Gibt es Vor- und Nachteile von diesen Gruppen? Ja, also ich glaube, der Vorteil ist, dass man natürlich als Familie sehr involviert im Leben des anderen ist. Und der Nachteil ist, dass man als Familie sehr involviert das Leben des anderen ist. Meine Mutter ist Admin in der Gruppe, also meine Mutter ist die Chefin. Ja. Sie hat sechs Jungs und einen Mann und es ist aber ihre, wir leben in einem WhatsApp-Matriarchat. Und, Bravo. Das Profilbild ist auch ein Bild von ihr. Ja. Sie guckt so in die Kamera. Und sie hat aber keine Ahnung von WhatsApp. Also es ist eigentlich, sie glaubt, zwei blaue Haken heißt, wir wären alle damit einverstanden, was sie gerade gesagt hat. Schickt sie Emojis? Ja, alle. Ach Gott, sie ist alle. Ein sehr starkes Emoji-Game. Aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie genau weiß, was die bedeuten. Also es gibt ja so, also kommt ihr zum Essen, liebe Grüße, Aubergine, ist, wenn das von deiner Mutter kommt, natürlich ein bisschen schwierig. Die Aubergine hat eine andere Konnotation, aber das ist... Hab ich auch gehört. Es ist auch irgendwie süß. So, soll ich euch vom Bahnhof abholen und dann sind so drei Typen, die fechten als Emoji? Was will die damit sagen? Ich weiß es nicht, Barbara. Ich weiß was. Nico hat die Brille nicht. Geht mir auch so. Ich habe die Brille nicht auf und dann mache ich was ganz falsch. Dann einfach. Weil die so winzig sind, Mann. Ja, und dann... Die sehen ja auch alle gleich aus, ja. Diese Emojis. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du Hallo schreibst und dann so ein zwinkerndes oder irgendwie sowas oder Kotz. Oder, also ich verschicken immer die Brille auf. Immer. Ja, sollte man. Immer. Ich verschicke gar keine Emojis. Ich finde, Emojis sind das Letzte. Nein, es ist so toll. Nein. Märchensprache. Ich finde es toll, dass man als Gegenüber ja auch immer sieht, dass der andere gerade strauchelt. Also wenn du WhatsApp auffasst und du schickst deiner Mutter was, dann ist mal oben online gelesen und dann schreibt. Punkt, Punkt, Punkt. Typing. Und das dauert eben. Online. Dann wieder schreibt. Dann zuletzt online 19 Uhr. Ja. Ich glaube, googelt die jetzt, wie man ein Wort schreibt. Oder? Dann wieder online schreibt und nach einer Dreiviertelstunde ist einfach die Aubergine wieder da. Ich frag mich, was macht sie? Was macht sie? Aber du sagst, was ich spannend finde, in deinem Programm kommen ja ganz viele unterschiedliche Generationen. Und du sagst, es gibt momentan eigentlich fünf Generationen auf dieser Erde leben. Und diese fünf Generationen sind alle fundamental unterschiedlich. Ja, also ich war so ein bisschen auf der Suche, als ich Trippy die Show konzipiert habe. Es ist so schwer, ich bin bedingungsloser Optimist eigentlich, aber es wird mir gerade sehr schwer gemacht. Also es ist schwer, optimistisch zu bleiben.
Und mir war es auch ganz wichtig, auch im Zuge meines Shitstorms und medialer Geschichten, die da abgegangen sind, dass ich, mir war ganz wichtig, dass ich nicht zynisch werde. Weil wenn ich mir so die Medienlandschaft angucke, so zynische Leute, finde ich irgendwie, das sind Energievampire, die sind nicht cool, das möchte ich nicht sein. Aber die Versuchung ist natürlich da. Und ich wollte mir eigentlich verbindende Dinge raussuchen. Also wir suchen uns immer, was uns auseinandertreibt, und wir versuchen immer, unsere eigene politische Korrektheit dadurch zu definieren, indem wir auf andere zeigen und sagen, wie kacke die aber sind. Und das finde ich nicht der Weg. Deswegen habe ich mir mal angeguckt, was verbindet uns eigentlich. Und trippy ist für mich, dass es 5 verschiedene Generationen gibt, die auf dieser Erde leben, dass die alle eine eigene Wahrheit haben, die unterschiedlicher nicht sein könnte, aber alle stimmen. Also es gibt 5 verschiedene Wahrheiten, die unterschiedlich sind, aber alle sind richtig. Und wenn man die verschiedenen Generationen durchgeht, die älteste Generation ist 80 plus, das ist die Nachkriegsgeneration. Haben wir Menschen hier, die 80 Jahre oder älter? Ja. Hier, da sitzt er. Übermorgen. Ja, ich finde, lebende Geschichtsbücher. Man muss daraus lernen, denen zuhören, Bravo. Damit man nicht Gefahr läuft, die gleichen Fehler zweimal zu machen in einer Gesellschaft. Ich finde das so interessant, weil in so Radioshows, wo zugeschaltet werden kann, wenn ich bei der anrufenden Person hören kann, dass die Altersklasse eine ältere ist, die haben kein Verständnis für Verzicht, Verbots, Verlust, Geschrei, weil die sagen, wie können die Leute in Angesicht dessen, was wir schon erlebt haben, überhaupt so und durchdrehen heute an diesem Zeitpunkt. Ja. Und deshalb finde ich das so wichtig, was du sagst. Ja, man muss einfach verstehen, wo alle irgendwie herkommen. Alle haben ja eine eigene, keiner ist ja von sich aus anti. Also jeder hat, es gibt ja Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind. Welche Generation gibt es noch? Wir haben nur noch 2 Minuten. Ja, es gibt dann noch die Boomer-Generation, die sind zwischen 60 und 80. Haben wir Menschen zwischen 60 und 80 hier. Ein paar. Ja, tolle Generation. Euch, liebe die Boomer, das ist auch Generation meiner Eltern. Euch kennzeichnet eigentlich immer, dass ihr beim Telefonieren mit dem Handy die Taschenlampe anhabt. Ich weiß nicht, warum. Wer euch da verarscht hat, das ist wirklich so, meine Eltern, das Handy klingelt und die sagen, oh, Taschenlampe an, gehen dran, halten sich ans Ohr und wissen nicht, dass es FaceTime ist. Also das ist die Boomer-Generation. Das mache ich auch mal, ich höre immer. Ins Ohr, dann sieht man die Ohrhaare ganz groß. Ja, genau. Dann gibt es die Generation 40 bis 60, das ist die Generation X, die finde ich am spannendsten, weil das ist die Menschen zwischen 40 und 60 sind die entspanntesten. Das sind wir. Das sind wir. Ihr seid Hammer. Wobei du viel jünger bist. Wir sind noch viel entspannter. Ihr wisst, die Welt ist am Arsch und geht vor die Hunde. Ach so, meinst du? Aber ihr wisst auch, bis dahin seid ihr weg. Ja. Das ist AIDA. Los geht's! Leider können die neuesten Studien das mit dem dann seid ihr weg nicht mehr bestätigen. Ihr werdet noch mitgenommen. Und dann, wen gibt's da noch? Stimmung gibt's. Dann gibt's für mich die Generation, in der ich zu Hause bin, zwischen, das ist die Kinder der 90er, die sogenannten Millennials. Also wir lieben die 90er Jahre und unsere Generation besteht eigentlich nur daraus, dass wir uns dadurch definieren, dass wir die 90er Jahre toll fanden. Und sobald irgendjemand was aus den 90ern sagt, sagen wir, das war damals so. Und dann gibt's die jüngste Generation, oder die letzte Generation, wenn man es zynisch sagt, die Generation Z. Und die sind so zwischen 0 und 20. Und ich glaube, es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass alle irgendwie einen Hals auf die Kids haben. Kann es sein, dass alle irgendwie, diese scheiß Kinder, die sollen mal in mein Alter kommen und kleben sich hier fest und sollen mal arbeiten gehen? Und das gab es, glaube ich, in der Geschichte dieses Planeten noch nie, dass alle die Kinder ablehnen. Und das finde ich ist ein das ist verheerend, ne? Also das heißt, da müssen wir jetzt ran. Da müssen wir ran. Ja. Also eigentlich ich sehe mich als Vermittler, ne? Also ich bin als Kinder der 90er, ich sehe die schreien und ich möchte einfach, dass sie alle die Hände geben und wir gemeinsam. Dann gehen wir doch zu Trippy.